Hallo und herzlich willkommen zu BioXI. Wir machen heute wieder etwas ganz Spannendes und zwar geht es um das Folgende. Schaut mal rein. Wir befinden uns auf der Systemebene Moleküle und zwar insbesondere bei den Polypeptiden im Basiskonzept Kontinuität und Veränderung. In der Proteinsynthese und zwar am Ende der Proteinsynthese, wenn also die Translation vollendet ist, haben wir Polypeptidketten und wir wollen uns anschauen, wie die Modifikation am Beispiel vom Prä-Pro-Insulin zum Insulin passiert. Zuerst muss festgestellt werden, dass das Prä-Pro-Insulin in den Beta-Zellen der Langerhansinsel des Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, gebildet wird. Hier habt ihr die Bauchspeicheldrüse. Und diese Pankreaszellen nennen wir also Langerhansinseln und da haben wir eben nochmal die Beta-Zellen. Hier wird also dieses Prä-Pro-Insulin gebildet. Dieses besteht aus einem Signalprotein, einer A- und B-Kette und einem C-Peptid. Und es wird dann des weiteren Verlauf umgewandelt in das Pro-Insulin. Das passiert dann in den Zisternen des endoplasmatischen Retikulums, in dem nämlich das Signalpeptid abgespalten wird. Das sehen wir jetzt hier. Diese 24 Aminosäuren werden also abgespalten. Somit entsteht das Proinsulin in diesem ER. Das Proinsulin wird dann in den Golgi-Apparat befördert, wo weitere Modifikationen durchgeführt werden. Unter anderem wird hier eben dieses C-Peptid entfernt und wir haben dann nur noch die A- und die B-Kette, welche über Disulfidbrücken miteinander verbunden sind. Hier jetzt nochmal alles im Überblick vom Proinsulin zum Proinsulin und dann zum Insulin. An unterschiedlichen Orten findet das statt und es werden insgesamt die beiden unwichtigen Ketten abgespalten. Weitere posttranslationale Modifikationen könnt ihr hier euch nochmal durchlesen. Vielleicht dann dazu auch die Pause-Taste drücken. So, das war's schon. Heute ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ihr habt auch verstanden, wie man mit diesen Prozessen umgeht und wie man diese erklärt. Ganz viel Spaß und Freude weiterhin beim Biologielernen. Ein wirklich spannendes Fach und viel Erfolg natürlich in euren nächsten Prüfungen, die zeigen sollen, was ihr gelernt habt. Ganz liebe Grüße. Tschüss, euer XE.